Und herzlich willkommen zu dem nächsten Filme-Podcast der Gamer Panthers. What the fuck? Es kam nicht so überzeugend, wie ich gehofft hatte. Nee, scheiß Bier. Ja, wir reden heute über Mad Max Fury Road. Der Anfang wie immer, ja, spoilerfrei. Mal gucken, ob wir es nicht mal länger als 3 Minuten schaffen. Nee, bestimmt nicht. Ja, mal schauen, ne? Mad Max Fury Road, ich habe ihn heute geschaut, Niklas gestern, also wir sind noch ganz frisch im Saft, ja? Oder eher Gott, in der Wüste. Oh Gott, ja. Im Sand sind wir, ja. Mhm. Willst du wieder anfangen mit deinem reinen Ersteindruck? Ein sehr unterhaltsamer Film mit wenig Handlung, wenig Dialog, viel mehr, also wobei gar nicht viel Metzelei, eigentlich ein bisschen Kämpfen, viel Autofahren, viel Kämpfen und Autofahren, viel Nitro, viel Benzin und viel Sand. Vor allem viel Sand, sehr, sehr viel Sand. Aber ja, also, guter Film. Ja, das würde ich auch so unterstreichen. Wenn wir fertig, danke fürs Zuschauen. Naja, das würde ich auch so unterstreichen, aber was ich sehr krass finde, dass der Film ja teilweise Wertung von 98 von 100, 99 von 100 hat, die absolute Top-Wertung bekommen, auch von den Magazinen, die sonst eigentlich mal relativ kritisch sind. Mhm. Was eigentlich ja von der Story nicht liegen kann, das ist wahrscheinlich, weil viele auch noch diesen nostalgischen Wert in Mad Max natürlich haben. Das, denke ich, ist auch der einzige Grund, warum er so hohe Wertung bekommen hat. Die Story ja. Ist nicht besonders originell, geschweige denn kreativ. Aber die Action ist verdammt gut gemacht. Also die ist auch natürlich, die Effekte sind gut gemacht, aber man merkt auch, dass vieles halt, denke ich mal, auch ohne Effekte ist, sondern sag ich mal, so die Autos, man sieht, dass sie nicht komplett editiert sind, sondern auch echt gebaut sind, sag ich mal, weißt du? Ist ja relativ billig auch eigentlich, sich so eine Schrottmühle da zusammenzuschweißen. Klar. Aber wenn man sich den Unterschied zu manchen anderen Filmen anguckt, wo die Autos dann echt noch animiert sind, dann das merkt man schon, dass es deutlich schöner aussieht. Ja gut, das ja genau. Das kann man so sagen. Ja. An Special Effects, wie du schon sagtest, gab es nicht so viel. Ich glaube, die haben wirklich überwiegend Benzinfässer und alte Autos in die Luft gejagt. Weil, ganz ehrlich, mehr war da auch nicht. Da Wüste von Namibia ist natürlich sehr eindeutig das Setting. Sand, 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 keine Pflanzen. Es gibt eine Stelle, wo sie mal nicht im Sand sind, aber da können wir später mal drauf eingehen. Ja, man kann mal sagen, wer das denkt, Mad Max, habe ich schon mal gehört, aber sagt mir nichts. Mad Max spielt, ist, ja, man kann schon Endzeit nennen, es spielt, ja, der erste, da hieß es noch in naher Zukunft. Ich denke mal, mittlerweile sind wir schon ein bisschen weiter davon weg. Mhm. Die Welt ist am Arsch, alles ist Wüste und das, hauptsächlich gibt es einen Kampf um Wasser und Benzin. Ja. Benzin sieht man im Film warum. Und Wasser, ja, sowieso, wenn alles Sand ist, ist logisch, dass da irgendwie das Wasser fehlt, ne? Genau. Ja, Mad Max Fury Road wieder wie die ersten 3 Teile von George Miller inszeniert, geschrieben und alles andere, was man noch so an dem Film machen kann. Also wieder Regie, Drehbuch, Produktion, da hat sich wieder alles in Haare gerissen, wie auch schon mal Mad Max 1 bis 3. Mhm. Und merkt natürlich, dass der Film jetzt endlich mal zeitgemäß ist. Also die erste ist ja von 79, der zweite von 82 und der dritte von 85 oder so. Und bei den sieht man mittlerweile das Alter schon sehr stark an. Gerade dem ersten Teil, da sieht man irgendwann ist er einfach, der altert schlecht, finde ich. Also ein Alien ist immer noch gut, oder ein Poltergeist zum Beispiel, aber ich finde der erste Mad Max so schlecht gealtert, den kann man sich nicht mehr gut angucken, finde ich. Also die anderen beiden Teile gehen, aber der erste Teil, naja. Wobei es ja eigentlich komisch ist, am Setting hat sich ja nicht viel verändert. Ich meine, sie konnten auch damals Benzinfässer und alte Autos in die Luft jagen. Also ich habe den ersten jetzt nicht gesehen, muss ich natürlich sagen. Ich weiß jetzt nicht, woran man erkennt, dass er gealtert ist, aber gut, wenn du das so sagst. Der Grund, warum ich wahrscheinlich den zweiten und dritten noch gut finde, der erste war ein mega Low-Budget-Film. Das war fast ein Indie-Film, so, kann man sagen. Und der zweite und dritte hat natürlich nach dem Erfolg des ersten das nötige Budget, ne? Muss man so mal erwähnen. Ja, wie gesagt, 30 Jahre später haben wir jetzt endlich mal den vierten Teil und natürlich spielt Mel Gibson nicht mehr die Hauptrolle, sondern jetzt Tom Hardy. Bin ich nicht schlecht. Ja, hat die Rolle gut gespielt, was da immerhin zu spielen war. Das stimmt. Eigentlich haben wir mehr die Autos gesehen als ihn, also wenn man hier bei den Synchronsprechern guckt, es stehen hier insgesamt 20 Darsteller und 3 Synchronsprecher. Einer für Max, einer für Imperator Furiosa und einer für Nox. Das war's, sonst stehen hier keine Synchronsprecher. Na klar, gut, doch, ja, wobei hier der, oh, wie heißt er denn jetzt, der Big Boss von allen. Ja, ich weiß, wen du meinst. Im Immortan Joe war es, oder? Immortan Joe, ganz genau. Ja, genau. Der müsste ja auch noch einen haben. Stimmt, aber der ist hier jedenfalls nicht aufgelistet. Vielleicht ist es irgendeiner von den anderen nochmal oder so. Oder nur, keine Ahnung.
Ja, komm, drei Synchronsprecher haben den ganzen Film synchronisiert, das wäre nicht schlecht. Bei Simpsons ist ja einer ausgestiegen jetzt, der hat 8 Rollen synchronisiert. Das ist ein kleines Problem. Ja, okay, ja. Der hat Skinner und Lenny gemacht. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass dieselbe Stimme ist, aber okay. Angstthema. Bei Simpsons ist das ja sowieso krass. Aber das geht völlig am Thema vorbei. Ich wollte sagen, das ist lieber Family Guy, wo Seth MacFarlane den halben Cast spricht. Genau. So, jetzt weg von den amerikanischen Serien. Zurück zu Mad Max. Ja, wir können ja mal die Rahmenhandlung sagen, ohne zu spoilern. Also es spielt natürlich wieder in der postapokalyptischen Wüste. Und Mad Max wird wie in jedem Teil erst am Anfang voll am Arsch. Diesmal wird er von den War Boys wird er geschnappt, sag ich mal, die ihn, ja, die sein Auto einfach mal schön weggerammt haben. Da soll er als wandelnder, wie haben die gesagt, Blutspendebeutel. Er ist ein Universalspender. Ja. Also als wandelnder Blutspendebeutel werde eingesetzt und ja, die Imperatorin Furiosa, gespielt von Charlize Theron. Genau. Die soll einen Gastank, sag ich mal, befüllen lassen und soll zur. Wie ist die Stadt nochmal? Gastown, ne? So richtig einfach los, ne? Gastown, genau. Ja. Soll nach Gastown fahren und entscheidet sich auf was anderes und einfach abzuhauen. So, und dann denkt sich natürlich ganz die ganzen Warboys so jetzt hinterher und. Das ist auch der ganze Rest des Films. Ja, das ist. Dann hat man die Story auch erklärt. Ja. Komplett. Es ist eine einzige Verfolgungsjagd. Am Anfang klebt Max noch irgendwie am Auto von einem der Warboys vorne dran. Und ja, sonst da. Also die erste Hälfte des Films hat er gar keinen Dialog eigentlich. Und am Ende sagt er mal so 1-2 Sätze pro Stunde irgendwie. Aber das war's dann auch. Doch, ich glaube, im Intro sagt er was, ne? Stimmt, er sagt drei Sätze im Intro. Ja, dass seine Frau und seine Tochter gestorben ist und. Ja. Das war's. Wobei, sagt er das oder sieht man das nur durch die Bilder? Ach, egal. Na, man es hört wird ja immer angedeutet, dieses... er hat halt verloren. Und er hat's verkackt, er ist schuld. Er gibt sich die Schuld daran. Das ist am Ende des ersten Teils passiert damals. Ach so, okay. Also, ich weiß nicht, ist es jetzt ein Reboot oder eine Fortsetzung? Weil es war keine direkte Fortsetzung vom dritten Teil, sag ich mal, aber es war auch kein reines Reboot, weil ja vieles übernommen wurde. Ich weiß es nicht genau. Ja. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Also eigentlich soll es eine Fortsetzung sein. Habe ich zumindest auf Wikipedia gelesen. Okay. Also Ja, sag du noch? Könnte natürlich sein, dass über 25 Jahre wieder nichts passiert ist. Oder sogar noch länger, 30 Jahre fast schon. Sich das ein bisschen geändert hat von der Grundidee. Aber es war eigentlich als Fortsetzung geplant. Okay. Der dritte Teil war ja auch jetzt 25 Jahre fast in Entwicklung. Der war ja fast, seit dem dritten Teil wollten sie ja den vierten machen. Und der war durch die Entwicklung, aber irgendwie hatte der immer Geldschwierigkeiten und es hat ja nie geklappt irgendwie, weil ich das mal nur gehört. Nee, das ist eine ganz interessante Geschichte. Eigentlich war der Film abgesegnet. Mel Gibson und alle standen bereit, alle wollten produzieren. Drehort war Namibia, wie jetzt auch schon. Mhm, okay. Allerdings wurden dann die Einreisebestimmungen verschärft und mit dem Ausbruch des Irakkriegs haben sie das dann komplett gelassen, sowohl aus politischen Gründen und Gott weiß was. Und das Ganze kam dann erst so 2010 wieder langsam ins Rollen. Dann hat sich auch, Mel Gibson hat sowieso direkt gesagt, nachdem das mit dem Irakkrieg losging und die Produktion abgeblasen wurde, nee, ich bin raus. Das heißt, kein neuer Mad Max mit Mel Gibson. Dann kam 2010 Tom Hardy ins Gespräch, wurde für gecastet. In 2011 hatten sie alle für die Vorproduktion zusammen. 2012 haben sie dann wirklich 3 Monate in Namibia gedreht. Und dann Gatze fertig gemacht. 2013 gab es nochmal Nachdreharbeiten, aber dann war der Film eigentlich in Kasten. Aber das wundert mich, wie krass lang das ist, ne? Also krass finde ich, lese hier auch gerade die Produktionsgeschichte noch nebenbei. Mhm. Der Film sollte damals in Namibia gedreht werden, dann ja nicht mehr. So. Dann war wie die ersten drei Teile sollte in Australien gedreht werden. Da war ja Teil 1 bis 3 gedreht worden. Aber dann haben sie sich 2011 doch wieder umentschieden und doch wieder in Namibia gedreht. Ja, wird wahrscheinlich einfach billiger gewesen sein. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, wie gesagt, die ersten drei Teile waren ja in Australien gedreht und das hat man jetzt auch im Unterschied gemerkt. Die ersten waren ja nicht so reine Wüste, da gab es auch mal eine Straße, da gab es auch mal ein Haus. Aber das war jetzt wirklich nur Wüste, da war ja nichts. Ja, na? Ist schon, also die postapokalyptische Welt da sehr gut eingefangen eigentlich. Wir stehen noch gerade zwischendurch, wo der Dreh sogar pausiert, weil die in Namibia Angst haben, dass Tiere und Pflanzen gefährdet werden. Aber Besichtigung des Drehorts wurde denn doch gesagt, das ist doch nicht so bedenklich. Ja, ja, haben sie nichts gefunden, haben sie sich völlig umsonst aufgeregt, die scheiß Naturschutz. Ja, der Film hat auch eine 16er Freigabe, im Gegensatz zum ersten, der ja bis vor 3-4 Wochen noch indiziert war. Und der zweite und dritte waren, glaube ich, auch noch ab 18, bis zum neuen Release jetzt ab 16 alle drei. Aber ich meine, die waren alle ab 18 vorher noch.
Ja. Aber ich fand die 16er Freigabe, also mir fehlte da keine Brutalität und weiß ich nicht. Es ist schon komisch. Passte alles, fand ich. Es ist schon komisch. Ich habe ehrlich gesagt bei einer 16er Freigabe mit ein bisschen mehr gerechnet, weil man hat nicht einmal wirklich explizit nackte Körperteile gesehen, weder von Frauen noch von Männern. Gerade bei noch, den Damen hätte ich angeboten. Gerade bei den Damen hätte ich gedacht, da kommt eine Szene irgendwie. Ich habe so die ganze Zeit gedacht, okay, ja, die da. Allein wie er schon anfängt, ist auch am Anfang, wie er steht mit dem Wasserschlauch und dem abspritzt. Das war eine richtige Klischee-Szene, ey. Genau, da dachte ich jetzt, okay, alles klar, 16er Freigabe legitimiert oder sowas. Ja. Aber von der Gewalt her muss ich sagen, nö. Ich hab nicht gesehen, warum es eine 16er Freigabe war. Man hat weder gesehen, wie irgendwelche Körperteile abgerissen wurden, noch wie irgendjemand extremst entstellt wurde, bis auf eine bestimmte Person, was wir dann später mal besprechen können. Mhm. Aber nö, ehrlich gesagt, von der Gewalt her fand ich ihn, das hätte auch jetzt Transformers sein können. Jetzt hätte auch ein Zwirber sein können, ja. Aber ich könnte das nicht sagen, im Film zum Beispiel bei Transformers, ich sag mal, toll, da hätte man jetzt auch mal ein bisschen mehr brutal machen können, wenn das in die Fresse kriegt oder sonst was, weißt du? Also ich fand, das war alles angemessen, sag ich mal so. Das meiste sind ja eh nur Autos weggeflogen. Ja, ja, doch, genau, ja. Also allein, wie übertrieben diese Stäbe immer explodiert sind da. Da würde ich auch gerne wissen, was da drin ist, Vaughn. Aber sonst waren auch keine bekannten Schauspieler dabei, außer Tom Hardy und Charlize Theron, oder? Ach doch, bei den Damen war hier die aus Transformers 3 dabei. Ganz genau, hier. Die war dabei. Rosie Hunting Woodley, glaube ich. Ehrlich, die ist so am Arsch. Die hat ja auch im Film nicht wirklich viel Rolle. Die alle nicht, die sitzen alle da und sehen gut aus. Ja, aber die hat ja nochmal dann... Die steigt ja noch ein bisschen früher aus. Um es mal so zu sagen. Ja, keine Ahnung, sollen wir jetzt auf die Story eingehen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Spoiler-Teil über. Spoiler Alert ab jetzt. 3, 2, 1, jetzt müsst ihr ausmachen. Okay. Ja. Wir können einfach auf die entstellte Szene eingehen, auf die du eben meintest. Die entstellte Szene, ja, wer hätte es gedacht? Der Immortan Joe wird natürlich am Ende des Films umgebracht. Und das war die einzige Szene, wo ich dachte, okay, 16er Freigabe, weil sie reißen in dieses Mundteil ja raus. Aber da war es schon wieder interessant. Sie reißen es ihm raus und du siehst nur, wie es wegfliegt. Du siehst danach nicht sein Gesicht. Das einzige Mal, wo du sein Gesicht danach siehst, ist in der Szene, wo groß von oben von der Zitadelle runtergefilmt wird. Und du nur grob siehst. Und ich glaube, später am Ende sieht man dann, dass ein paar Leute da Leichenteile von ihm wegtragen oder sowas. Hatte ich zumindest mal das Gefühl. Ja, stimmt. Das stimmt. Ansonsten, aber sonst habe man es nicht gesehen. Da wurden zwar Leute überfahren, oder das hat man immer nicht explizit gezeigt. Ne? Ja, genau. Ja, gut. Eine schwangere Frau zu überfahren, was sendet das für eine Botschaft aus? Ja, gut. Aber ne? Ich fand, vom Gewaltgrad war es in Ordnung. Also, ich hätte es nicht mehr gebraucht, aber. Wie hat der erste Mad Max, der toppt ja immer noch alles in Sachen Brutalität. Dieser Vergewaltigungsszene innerhalb und sonst war alles. Also der erste war verdammt brutal. Auch deswegen, ich will nicht sagen, zu Recht initiiert, aber die 18 aber schon gerechtfertigt. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass die Leute, die halt Mad Max wegen der Gewalt geguckt haben, jetzt natürlich enttäuscht sind. Weil es ist wirklich nur eine reine Blechschlacht. Wenn die Leute mal wirklich kämpfen, ist da echt nicht viel. Ich muss sagen, sie haben sich sehr am zweiten Teil inspirieren lassen. Der erste, da war ja noch normal, da war ja noch Cop, da gab es noch Stadt, da gab es noch alles Mögliche, da war, wie gesagt, nahe Zukunft. Und ich würde sagen, die alten Mad Max-Filme auch spoilern, oder? Ganz ehrlich. Ich kenne die alle 40 nicht. Jahren. Ja, wie gesagt, was hat man denn im ersten Teil schon gesehen? Er wird ja richtig bad, nachdem seine Frau und sein Kind sterben. So, das hat man jetzt in dem Teil schon erfahren, dass sie tot sind. Das ist ja nichts gespoilert. Nee. So, und dann wird er ein bisschen aggressiv, so. Und wie gesagt, das ganze Finale vom ersten Mad Max ist unglaublich brutal. Und ich weiß mir nicht sicher, ob es der Film war, aber ich meine, dass da einer in Wirklichkeit bei den Dreharbeiten gestorben ist. Meine ich. Also jemand kriegt am Ende so ein Motorrad gegen den Kopf und ich meine, dass er sich dabei das Genick gebrochen hat. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich stimmt, aber ich meine das, um mich zu erinnern. Oh Scheiße. Das ist meine normale Reaktion, wenn ich sowas höre, weil wenn Leute durch irgendwelche lustigen Unfälle wie ein Motorrad gegen die Fresse und dann sich wundert, dass er ein Genick brechen könnte, stirbt. Ja, gut. Kein Geld für Effekte, das war sehr, sehr realistisch. Stimmt. Sehr realistischer Effekt, würde ich sagen. Aber ich weiß, was wirklich stimmt, ich habe das nur mal gehört, keine Ahnung. Okay, ja, kann auch ein böses Gerücht sein. Ja, schreibt sonst... es in die Kommentare. Sonst, der ganze Film war ja auch so in diesem richtig ekligen, durchgehenden Gelb-Orange gehalt irgendwie so. Der... So sieht die Namib halt aus, ne? Ja, bis auf diese eine Sumpf-Nacht-Szene da. Aber sonst war alles in diesen Wüsten. Ja.
Ja, es war halt nur Wüste. Das war komisch, ja, es war überall nur Wüste und die Städte hatten natürlich so ganz, hatten wirklich sehr praktische Namen. Ich weiß gar nicht, wie der Wohnort hieß, die Zitadelle, ich weiß gar nicht, hatte die einen anderen Namen? Ich glaube eine Zitadelle, oder? Aber weiß die Städte, die Städte Town, Bullet Town Bullet, und Guest. Nee, Bullet, weiß nicht, Bullet Factory oder so? Nee, ich meine Bullet Town. Okay. Bullet Town und Guest Town. So, das Billigste. Aus Bullet Town kam natürlich der Typ, der die Bullen, der die Kugeln hergestellt hat oder noch hatte. Und aus Guest Town kam der Typ, der das ganze Benzin. Und da frage ich mich, das muss ja so ein ganzer Clan gewesen sein, ne? Dieser Immortan Jones, seine zwei anderen, ne? Ja, die haben ja auch diese Dinger da hochgeschossen, dann kamen die ja sofort. Also irgendwie ja, genau, die Eltern gehören, naja. Alle zusammen. Das waren, so wie ich das verstanden habe, die Brüder von dem, ne? Ja, irgendwie so. Von Immortan Joe und der eine so komplett überzogen, überall mit Patronenhülsen geschmückt. Und der andere, boah, was der für Füße hatte, der Menschenfresser, haben sie kurz gesagt. Ich fand, so die Hintergrundgeschichte, die würde mich fast mehr interessieren als das, was im Film abgehandelt wurde, ehrlich gesagt. Die ganzen Hintergründe sieht man ein bisschen in alten Teilen, also von dem Setting jetzt, sag ich mal. Also man sieht ja im dritten Teil, sag ich, wie Sydney mittlerweile aussieht. Ja, gut. Weil die zeigen schon ein bisschen was. Aber wie gesagt, der erste Teil ist mittlerweile fast zu alt, um zu gucken. Man kann ihn noch gucken, aber ist grenzwertig. Der zweite ist super, ist mein Lieblingsteil von den alten. Und der zweite ist auch der mit den Verfolgungsjagden. Im ersten spielen die Autos noch keine große Rolle, sag ich mal. Im zweiten ist halt der ist sehr nah an dem Fury Road dran. Und im dritten ist die erste Hälfte super und die zweite Hälfte kacke. Weil in der zweiten Hälfte meinen die 10 Kinder reinzupacken, wo Mad Max Babysitter spielen muss. Und das passt aber nicht in diesen Film. Das passt einfach nicht. Ich weiß nicht, ich habe so ein Problem, wenn ich mir die alten ansehen würde. Ich hasse Mel Gibson. Ohne Scheiß. Echt? Ich kann den nicht ab, nee. Okay. Wirklich nicht. Jedes Mal, wenn ich die Fresse von dem sehe, denke ich mir, ich wünsche mir, ich könnte reinschlagen. Als Bösewicht geht er, aber wenn er der Hauptcharakter sein soll, der als gut verkauft wird. Ab dem zweiten ist er auch Bösewicht. Ja, okay, aber so Badass und Bösewicht, ja, sind gut. Für mich noch ein Unterschied. Ja gut, okay. Also wie gesagt, der zweite war sehr nah am Fury Road dran, der dritte war halt mehr, was kann man eigentlich in dem Setting noch zeigen, sag ich mal, und fiel nichts mehr ein. Und der erste war halt noch eine ganz andere Idee, sag ich mal, als wie das eigentlich nachher, ja, in welche Richtung das dann eigentlich ging. Fandst du denn irgendwas negativ an dem Film? Negativ an dem Film, ja, ist jetzt schwer zu sagen, weil es halt nicht sehr viel gab in dem Film. Nö. Also ich hatte nachher ein bisschen diese Action-Resistenz, sag ich mal. Man, am Ende war es einfach wieder dieses Transformers-Gefühl. Man hat sich nicht immer, in anderen Filmen ist es so, oh, es wird geballert, geil. Aber nachher war einfach nur, oh, es wird schon wieder geballert, langsam reicht's nach dem Motto. Also ich fand gerade in der letzten Verfolgungsjagd, da dachte ich so nachher, irgendwann kann die auch mal zu Ende sein. Also irgendwann, das war nachher relativ repetitiv, fand ich, weil nachher, es ist ja praktisch mal selber passiert, es wurden Autos weggesprengt. So. Und bei der letzten Verfolgungsjagd, die ja fast über eine halbe Stunde ging, würde ich sagen, irgendwann dachte ich so, langsam kann auch wieder was anderes kommen, mal ganz kurz wenigstens. Ja, es war schon ziemlich komisch irgendwie. Ich fand, so war alles gut, also es musste auch alles rein, aber ich fand, man hätte den Film vielleicht eine Viertelstunde kürzer machen können, im Allgemeinen. Also ein klein wenig allgemein kürzen den Film. Ja, aber dann hättest du das Problem gehabt, dann wären die Action-Szenen nämlich gekürzt gewesen und dann hättest du nichts mehr, womit du den Film verkaufen könntest. Ja gut. Aber gab es da große Nicht-Action-Szenen, außer die zwischendurch, die Sumpf-Szene, wo sie sich versucht haben, da rauszuziehen? Nee, und das war ja eigentlich auch schon eine Action-Szene. Da haben sie sich ja schon die Action-Szene geschenkt, wo Tom Hardy den Bullet-Typen da vermöbelt und haben einfach nur gemacht, Leute, ich bin mal weg, wenn ich eine halbe Stunde nicht da bin, fahrt ohne mich los. Und er kommt einfach nur wieder blutverschmiert, eine Tasche voll mit Waffen und Munition und sagt so, du bist doch verletzt. Das ist nicht sein Blut. Bam, fertig. Declared as badass. Aber ich dachte doch damals schon, der Trailer hat ja alles gezeigt jetzt, aber weit gefehlt, ne? Das war die erste Viertelstunde der Trailer. Ja, ich hätte echt gedacht, der Trailer hätte mehr gespoilert, aber ja. Nö, war echt nicht so. Das waren auch direkt mal ein paar mehr Trailer, aber es war eigentlich alles nur die erste Folge. Ja, von der letzten haben wir wenig gesehen. Ja. Und, ja. Viel großen Unterschied haben sie sich jetzt auch nicht. Ja gut, in der letzten Folge kämpft Mad Max sich natürlich um den ganzen Konvoi rum, ne? Also jedes Auto kriegt mal seine 50 Sekunden mit Mad Max. So, selbst der Gitarrenbimbo da, ey. Das fand ich auch krass, mit Trommeln und Gitarre. Läuft der Typ da, ey, erst mit Trommeln hinten an und dann ein Typ mit riesen Lautsprecherwand auf einem Truck und der reißt einfach nur die geilsten Riffs runter, die er kennt.
Allein aus dem. Nee, natürlich kommt aus der Gitarre noch Flammen raus, ne? Natürlich. Und aus der Gitarre kommt Flammen raus. Du bist gerade sehr leise, Kevin. Ja, weil ich gerade ein bisschen weg, weil ich so laut gelacht habe. Das war alles so, das war halt echt, der Film ging schon ein bisschen cineastisch nachher, da waren so geile Stilmittel drin teilweise. Ja. Also der war schon echt, auch die Kameraführung war durchgehend gut, fand ich. Also erstmal keine Wackelkamera, finde ich super. Keine pro Sekunde drei Schnitte wie bei Statham-Film im Moment. Ja. Es waren längere Kameraansichten, aber nicht zu lange, geile Kameraperspektiven, also es war richtig gut gedreht, fand ich. Ja doch, das kann man so sagen, ja. Ich bin da jetzt keiner, der da mit so einem Auge drauf schaut, wahrscheinlich. Nee, klar, aber das hat man da schon ein bisschen gemerkt. Auch die Musik passt immer super zur Szene, fand ich. Ja, es war immer die Musik aus dem Trailer auch, ne? Aus dem Trailer, die Stimm, im Hintergrund immer. Der Gitarre, genau. Ja. Also ich fand der Soundtrack auch super, also. Also ich hab... Ja, sag du das mal. Nein, sag du! Okay, ich wollte sagen, wie gesagt, ich fand den Film verdammt gut. Wir hatten sogar eine Privatvorstellung. Also wir waren allein im Kino, es waren nur ich und Alex da. Im größten Kinosaal von dem Kino. Das ist sehr traurig. Ich glaube, das Kino hat doch Minus gemacht. Wahrscheinlich. Aber sie mussten ja laufen lassen, wir waren ja da. Eben. Wie fandest du das 3D? Mir ist es bis auf die Szenen am Ende nicht aufgefallen. Das ist echt komisch gewesen, aber vielleicht saß ich falsch oder so im Kino, aber ich habe jetzt nicht gesehen, warum da 3D nötig war. Nur ich muss sagen, mir ist es wenigstens nicht negativ aufgefallen, da gab es auch schon Filme, wo das Tiefenunschärfe richtig kacke war und sonst was alles. Nur das bin ich aufgefallen, ne. Es ist nicht negativ aufgefallen und ja, es gab ein, zwei Szenen, die waren ganz nett, sag ich mal, und gerade natürlich am Ende, wo der Eis entgegenflog, da wo das Ding explodiert ist, ne. Ja, da dachte ich auch so, ja, jetzt müssen wir aber nochmal zeigen, dass wir hier wirklich einen 3D-Film am Start haben. Würde ich auch sagen, es muss mal Lenkrad geflogen kommen, dann muss ich noch einmal... Genau. Sie wollten nochmal. Ja, aber wie gesagt, sonst fand ich 3D war nicht negativ, aber musste man auch nicht haben. Also ich fand es aber nicht schlecht, muss ich sagen. Nö, war okay. Wer das gerne hat und vielleicht kommt, ja, wie gesagt, vielleicht saß ich auch noch falsch, vielleicht saß ihr auch falsch. Ich bin jetzt nicht der 3D-Fanboy, muss ich sagen, aber ich finde es immer nicht schlecht. Ich mag dieses tiefen Sehen, sag ich mal, auch wenn es keinen direkten 3D-Effekte hat, eigentlich schon ganz gerne. Mm, ja. Aber ich hasse es halt auch die ganze Zeit mit der Brille da rumzusitzen, deswegen, ich muss es auch nicht immer haben. Ja, gut. Klar. Ja, fällt sonst noch irgendwas ein zu Mad Max, oder? Ja, keine Ahnung, man kann ja nur mal sagen, jeder, der Mad Max als Videospiel haben will, muss nicht auf das Videospiel warten, dann kann ich einfach den nächsten Borderlands-Teil kaufen. Ja, ich fand, der Film war eine Mischung aus zwei Spielen. Ich fand, das war eine Mischung aus einer Borderlands-Verfilmung von den Charakteren und ein bisschen Motorstorm, einfach Offroad mit irgendwelchen Trucks durch die Wüste fahren, das war auch schon... Ja, stimmt. Bei manchen Szenen dachte ich auch gerade, als wir in den Bikes lang gedüst sind, dachte ich schon manchmal so... Also ein bisschen was davon ist da drin. Ich fand das ja nur krass, ne, was der Typ da alles auf sich nimmt, weißt du, wird ja auch einmal im Film angesprochen, ne, um seine 5 Brüterinnen, ja, so nennt er die Frauen, die seinen nächsten Nachwuchs zeugen sollen, zu retten, setzt er da diesen ganzen Konvoi in Bewegung. Und ich denke mir so, Moment, also in dieser Umgebung wird sich um Öl gestritten und die fahren da mit amerikanischen V8s, die nicht gerade als die sparsamsten Modelle gelten, kilometerlang durch die Wüste mit Vollgas und Nitro. Wo habt ihr eigentlich das Nitro her, hä? Dann ist ja nur egal. Wenigstens sind genug Sachen explodiert. Scheißegal. Hauptsache genug Sachen explodieren. Ja, da denke ich mir auch so, ja, okay, die Feuergitarre hätte es jetzt nicht gebraucht. Also. Allgemein, diesen ganzen Truck mit den ganzen Drummern drauf da. Das war eigentlich, wenn man wirklich kein Benzin hat, ist eigentlich unnötig. Aber der Typ, auch wie der mit seinem Wasser da runtergeschossen hat, scheint der jetzt ein bisschen zu haben, ne? Ja, das dachte ich auch. Eigentlich dachte ich so, okay, ja gut, er macht die Leitung nur für 30 Sekunden auf, weil das reicht dann ja auch. Man ist ja knapp, ne? Und die am Ende drehen auf. Ja, wir lassen mal laufen. Mal gucken, wann leer ist. Ich glaube, sie finden schneller raus, als ihnen lieb ist. Aber komm, die Logik. Aber ich fand es allgemein trotzdem quasi als Begründung schon, dass er doch ein bisschen besser betucht war, wie man es gesehen hat. So. Ja, aber das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube nicht, dass er gerade richtige Benzinknappheit hat. Allein, wenn man sich schon diesen Tanktruck da angeguckt hat. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ist schon krass, wie viel. Außerdem hat er ja Gastown. Ja, er hat Gastown, aber auch der Tankvolumen. Von den ganzen Fahrzeugen, da habe ich auch ein bisschen irritiert. Aber Nachtanken brauchst du nicht. Nee, Nachtanken brauchst du nicht. Du fährst einen 2000 PS Truck mit zwei V8-Motoren
und Nitro-Einspritzung. Knapp 2 Tage ohne Pause. Es gab eine Nacht und nächsten Tag am Ende waren sie wieder da. 2 Tage ohne Pause. Ich habe leider nicht eine Sekunde lang einen Tacho gesehen, aber die, sagen wir mal so, mit so 80 Stundenkilometer sind die auch bestimmt die ganze Zeit gefahren, ne? Wenn nicht sogar mehr zwischendurch. Wenn nicht sogar mehr, während sie dann mit Nitro Gas gegeben haben. Das war auch eine tolle Art der Nitro-Einspritzung. Was ist, wir nehmen oben die Kompressoröffnung. Wir rotzen das Nitro einfach rein, ey. Gott. Das, ey, scheiß auf Fast and Furious, das ist die Nitro-Einspritzung. Das ist der Shit, Mann. Das macht Toretto diesmal auch mal am Ding vorne. Das wird im nächsten Fast and Furious 8, sag ich dir, die haben nicht mehr die tollen NOS-Flaschen da drin. Nein, die haben Bimbo, der da vorne mit einem Fässchen hockt und da immer was reinspuckt. Oh Gott. So wird das ablaufen. Also oh, nee, ey. Oh Gott. Aber die Szene fand ich auch zu geil. Auch die Szene, wo er sich mit der Shotgun die Dings wegsprengen will, das Ding glüht einfach auch nur auf und geht kaputt. Ja, das war auch so ein WTF-Moment, ja. Scheiß Schrotflinte, ey. Ich dachte schon, der rennt jetzt den ganzen Film mit diesem Maulkorb rum. Aber hast du das gerafft? Die Warboys haben sich ja jedes Mal, wenn sie dachten, sie stehen jetzt vor den Toren von Valhalla, haben die sich haben die sich erstmal einen Zeugen gesucht, genau. Und sich Chromspray, das habe ich aber erst beim zweiten oder dritten Mal gemerkt, dass es Chromspray war. Ich dachte, das sei so ein Eispray, das vereist so den ihren Mund. Hab's logisch gedacht, das vereist den Mund. Das heißt, die spürt nicht die Hitze, sondern das fühlt sich einmal im Leben angenehm an. Dafür geht er danach halt drauf. Ich habe erst später gesehen, dass das Chrom war. Du musst ja sagen, der letzte War, wie war's nochmal? War, was war das nochmal? War Boys? Was meinst du? War Boys, keine Ahnung. Jedenfalls am letzten Mal hat es halt am fünften Versuch geschafft, mal zu verrecken. Ja, am fünften Mal ist er endlich verreckt. Und da hat er kein Chromspray drauf gehabt. Ja. Kommt nicht nach Valhalla, würde ich sagen. Verkackt. Ja, aber erstmal war eh geil. Erst darf er endlich mal mit dem Big Boss sprechen und dann werde er mit der Kette da hängen. War ein langer Ausflug. Ja, scheiße gelaufen. Da sagt der Typ ja auch irgendwie minderwertig, oder? Ja, irgendwie so meckert er immer, was ein Scheiß oder so. Minderwertig und fährt weiter und macht den ganzen Scheiß selber. Ey, aber diese Kinder von denen, ne? Bah! Ich habe ja zuerst gesehen, dass man sieht ja als allererstes dieses kleine Kind da in dieser Waage, was da immer rumgetragen wird, ne? Ich dachte, boah, Alter, ist das jetzt ein Sohn von dem? War ein Sohn, ne? Ja, ich glaube auch. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. War ein Sohn. Boah, ey, ich dachte, ja gut, das ist jetzt 3 Jahre alt, der lebt im Überfluss, der ist einfach nur fett. Nein, ich habe nicht gesehen, dass der absolut behindert ist. Ich weiß nicht, welche Stufe von Down. Nee, das sag ich jetzt nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, woher hat er denn diese genetischen Probleme? Weil lustigerweise sahen ja alle anderen super gesund aus. Und nur dem seine Blutlinie war so komplett am Arsch. Ja, stimmt. Das fand ich. Ich würde auch gerne mal wissen, wer seine Brüder da gezeugt hat. Da sah keine anderen so aus, um sowas zu erreichen. Nee, ich weiß nicht. Klon, keine Ahnung, vielleicht hat er mal einen Fuß verloren. Durch die radioaktive Verstrahlung ist da der Bullet-Typ rausgewachsen. Oder der andere, keine Ahnung. Erstmal das Baby rausschneiden, die Nabelschnur, der wäre gut geworden. Scheiße. Der wäre gut geworden, das wäre ein schöner Junge gewesen, ja. Pech gehabt, ne? Ja, fail, ne? Aber wieso, er hat ja noch die eine Olle, da wächst ja noch der Little Warlord ran. Stimmt. Vielleicht, ne? Also aber wie gesagt, ja. Es soll ja auch 2 Fortsetzungen geben, habe ich schon gehört. Also Tom Hardy hat zumindest gesagt, er sei verpflichtet worden. Damals hieß es ja erst, es sollen 3 Teile kommen, hieß es vom Studio wieder, nee, wir machen erstmal nur einen Teil und gucken, wie er läuft, also doch keine 3. Ja. Aber jetzt sagte Tom Hardy auch, wie gesagt, vor kurzem, dass er für 3 verpflichtet wurde. Und damals, als dann 3 angekündigt waren, sollte der 2. ja Mad Max Furiosa heißen. Ja, genau. Wahrscheinlich, oh gut, ich fand sie nicht schlecht im Film, die passte da rein, muss ich sagen. Also. Ja, war jetzt nicht verkehrt. Gut, sie sieht ziemlich scheiße aus mit der Kurzhaarfrisur, aber... Aber das passt zu Mad Max, da passt ja nicht so eine Rosie Hunting Whitley da rein. Ja, eben, klar. Du brauchst ja sowas, so eine Mannsweib. Muss halt schon legitim sein, genau. Sonst hätte sie ja nicht Imperator werden können. Sonst wäre sie auch Brutkasten geworden. Für alle Game of Thrones Fans hier, sie hätten auch noch sonst noch die Schauspielerin von dieser Brienne von Tarth nehmen können. Das ist ja so ein 2 Meter Vibe mit Muskeln wie Bruce Willis. Das hätte auch super reingepasst. Ja, Mel Gibson hat ja auch gesagt, dass er den Film gut fand. Nach er selber. Ja, lustig. Hat er denn irgendwas gesagt, dass er... Ja, wobei, der ist jetzt eh viel zu alt, ne? Ja, der passt nicht mehr in die Rolle. Ja, der passt echt nicht mehr in die Rolle, also... Nee. Aber ich fand, Tom Hardy war so relativ nah dran an dem jungen Mel Gibson. Also ich fand, so schlecht war die Besetzung nicht. Von der auf dem Aussehen her jetzt.
Vom Aussehen kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber ich fand, er hat die Rolle gut gespielt. Wie hat sein Dialog passt denn auf einer, weiß nicht, auf dem Schmierzettel? Also viel lernen muss er für die Rolle echt nicht. Eigentlich, nee. Das wäre was für Vin Diesel gewesen, ja. Ich hätte ohne Vin Diesel sein können. Ja, aber wenn Vin Diesel gewesen wäre, dann wäre es zu sehr in Richtung, wie heißt es? Riddick gewesen. Wäre es Vin Diesel gewesen, dann wäre auch am Ende nicht gekommen. Ich heiße Max, ich heiße Groot. Nee, da sage ich jetzt gar nichts mehr zu. Nee. Okay. Oh, okay. Wie viele Minuten haben wir eigentlich schon, Kevin? Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Ich würde sagen, zu Mapbox haben wir jetzt auch alles, würde ich sagen, fast. Ja, ich glaube auch. Damit ist ich würde sagen, wir können ja auch mal, wie am angerissen, so eine kleine Wertung geben von Panthern 1 bis 5, Niklas. Was sagst du? 4. Doch, 4. Das würde ich so unterstützen, auch 4 von 5. Ich fand teilweise ein bisschen zu viel Action. Hätten wir vielleicht nochmal ein, zwei kleine... Ja, gut, das willst du dann Handlung reinpacken, weil es ja so sieht, ne? Ich weiß nicht, vielleicht hätte man die Filme eine Viertelstunde kürzer machen können oder so, gerade vielleicht die erste Verfolgungsjagd, weil das war schon fast das Highlight direkt am Anfang. Und wir haben 10 Minuten Viertelstunde kürzer machen können, aber sonst fand ich den Film eigentlich fast perfekt, fast wie erwartet eigentlich, ne? Geile Action, viele Explosionen, einen coolen Max, was will noch mehr? Ja, von der Action und der Aufmachung auf jeden Fall ein sehr guter Film gewesen. Ich persönlich kannte, wie gesagt, die alten Teile nicht. Hätte erwartet, dass ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte zu diesem ganzen postapokalyptischen Szenario kommt. Aber wenn das natürlich vorher schon abgehandelt wurde, kann ich verstehen, wenn es da nicht weiter behandelt wurde. Ansonsten wieder typisches Beispiel von wegen, ja, die Antwort liegt direkt vor deiner Haustür. Du fährst erstmal einen halben Kilometer durch die Wüste, um dann wieder zurückzufahren. Gut! Ich meine, aber das war ja sinnvoll. Die hätten ja nicht, konnten das erst annehmen, als die anderen weg waren. Ja, also, wenn du so siehst. Das beste improvisierte Ablenkungsmanöver, was ich je gesehen habe. Ja. Einfach durch die ganze Wüste fahren, sie weglocken, dann wir zurückfahren. Ja. Das ist immer gut. Ich muss sagen, mich hat wirklich nur eine Szene so halb gestört. Das war der, wo der Typ, dieser eine behinderte Sohn, der dieser Muskelprotz war, den Motorblock auseinanderreißt. Weil wir vorhin das ganze Ding da rausreißen, da immer steht. Der reißt einfach den Motor da auseinander. Das ist cooler Typ, Mann! Da dachte ich schon, yo, so unzufrieden kann er mit dem Typ noch eigentlich gar nicht gewesen sein. Der hätte zur Not die ganze Zitadelle alleine verteidigt. Hätten die den da gelassen, hätte alles geklärt, ja. Hätte alles geklappt, naja, gut. Dann soll es das jetzt gewesen sein, ne? Ein guter Film, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen, wenn er jetzt demnächst kommt oder wenn ihr ihn noch im Kino schauen wollt. Werde ich auf jeden Fall auf Blu-ray zulegen, also auf jeden Fall noch. Hat auch ein zweites Mal gucken wert, sag ich mal. Kann man sich gut nochmal wieder anschauen, denke ich mal. Genau, die seichte Abendunterhaltung halt. Weil ich würde sagen, wenn so Thriller, die auf Spannung aufbauen, kann man ja eigentlich nicht nochmal gucken. Auch Horrorfilme nicht. Du weißt, wo die Jumpscares sind. So. Aber Sonnenfilme sind immer gut zum nochmal gucken. So schon zum Einpennen, ne? Da kann man immer gut laufen lassen. Genau. Handlung ist eh scheißegal. Das kann man bei dem Film wirklich sagen. Die ist absolut scheißegal. Und was du eben nochmal sagtest zur Hintergrundstory, die haben nie abgehandelt, warum diese postapokalyptische Welt entstanden ist. Es war mal klar, es gibt nur noch Wüste eigentlich, aber warum das passiert ist, wurde nie so richtig erwähnt. Ja, weißt du, das ist ja auch so ein Ding. Eigentlich hätten sie es ja perfekt machen können. Sie haben ja die alten Weiber da getroffen, ne? Und die eine, die weiß ja, die lebte ja ganz offensichtlich noch zur Zeit der alten Welt. Aber das Einzige, was sie sagt, ist, ja, ich habe hier ein paar Samen aus der alten Welt mitgebracht. Irgendwann werde ich die mal einpflanzen, wenn ich Boden finde, der nicht zu sauer ist. Oh, jetzt bin ich auch schon tot. Ja, dann mach du da schwangeres Weib, der nächsten Warlord gebären soll doch halt. Weiter mit der Scheiße. Ja, aber auch gerne mal. Da kommt auch neben Rock'n'Roll, Shotgun. Das war ja cool. Das war ja für all. Ich glaube, keine einzige von denen hat überlebt, ne? Alle draufgegangen. Ja, die vier Weiber haben überlebt, ne? Vier von den Frauen. Vier von den Frauen. Die eine wurde ja überfahren. Ja, die eine ist ja. Naja, die wurde nicht überfahren. Die wurde nicht überfahren. Die ist noch rausgeflogen, weil sonst wäre die ein bisschen mehr kaputt gewesen. Ich denke, die ist noch rausgeflogen. Meinst du? Ja, gut. Weil also, sie sah noch relativ heil aus und das Baby konnte ja auch noch rausschneiden. Zwar nicht mehr ganz lebendig, ja, aber... Ja, sie hatten aber gesagt, sie stirbt. Also wenn du deinen Jungen haben willst, muss ich jetzt nachgucken. Aber wie er mit seinem komischen Trompete da ranhält und hört, was drin ist, ne? Ja, mit der Trompete und dann einfach nur das Metzgermesser wetzen. Ja gut, dann schaue ich mal nach, ne? Wie haben sie den Typen nochmal genannt? Organic, ne? Ja. Auch so ein super kreativer Name. Der Typ, der mit Organisch zu tun hat, nennen wir den Organic. Ja, guck mal, wie die Leute hießen ja. Allein sie hieß ja Keeper of the Seeds, laut Wikipedia hier. Echt jetzt?
Ja. Vielleicht war das einfach nur die Umschreibung. Ja, gut, vielleicht hatte sie einfach genau und da steht eben so in den Credits. Ja, denke ich mal so, ne? Ja, stimmt. The Organic Mechanic. The Organic. Die Mechanic und, ja. The Bullet Farmer. Also, das war richtig einfallsreich, ja? Ja. Nicht ja. Die Intelligenz, haben aber egal. Wie gesagt, schöner Film. 4 von 5 Panthern. Würden wir weiterempfehlen. Wir wünschen euch viel Spaß im Kino. Bald geht es halt weiter mit einem weiteren Podcast. Mal gucken, was in dieser Zeit uns so im Kino erwartet. Wir danken euch fürs Zuschauen. Ich danke Niklas, dass er hier zu dieser späten Stunde nochmal erschienen ist. Und immer wieder gern, Kevin. Dann bis zum nächsten Video bei den Gamer Panthers. Guckt schön Project Cars. Scheiß Let's Plays ein. Guckt schön Project Cars und haut rein. Tschüss. Ciao.